Ein fescher Kombi mit bodenständigen Eigenschaften und dazu ein paar überraschende Features. Das ist eine durchaus zutreffende Kurzbeschreibung für den Mazda 6 Sportkombi. Fesch ist natürlich Geschmackssache, uns gefällt er einfach. Kein Allerweltskombi, dafür harmonisch, dynamisch und mit eigenem Charakter. Das bodenständige Mazda 6 Sportkombi liegt zunächst in seinen Kombi-Eigenschaften. Denn hier findet man ein sehr gut nutzbares und leicht erweiterbares Ladeabteil mit 522 bis 1648 Liter Ladevolumen vor. Auch sonst ist reichlich Platz da im Mazda. Noch dazu sitzt es sich überall bequem und mit entsprechenden Verstellmöglichkeiten, wie hier bei den elektrischen Vordersitzen, serienmäßig ab Revolution-Ausstattung. Ablagen sind ausreichend vorhanden. In den Türfächern sind auch größere Flaschen unterzubringen. Kaum Anlass zur Klage bietet auch das Cockpit. Die großen Rundinstrumente sind gut ablesbar, die zahlreichen Bedientasten am Lenkrad sind nach kurzer Eingewöhnung vertraut. Das Multimedia-System gibt sich solide, zählt aber in Bedienung und Anmutung nicht zum letzten Schrei. Daher setzt Mazda ab Frühjahr 2015 im dann facegelifteten Sechser das aus dem Mazda 3 bekannte MZD-Bediensystem mit Navi-Modul und weiteren Internet- und Social-Media-Funktionen ein. Das Skyactiv Dieseltriebwerk mit 150 PS zählt zur sanften Kategorie, sowohl hinsichtlich Geräusch als auch Kraftentfaltung. Beides gut für harmonische Langstreckenetappen, die auch dank des souveränen Fahrwerks gern in Angriff genommen werden. Dazu kommt ein hervorragend zu schaltendes Getriebe, das selbst Stop-and-Go-Fahren und Schalten erträglich macht. Im Stadtverkehr wünscht man sich gelegentlich weniger Wendekreis, doch 4,80 Meter lange Autos brauchen eben ihren Platz. Im Schnitt konsumierte der Testwagen 6,6 Liter Diesel auf 100 Kilometer, ein durchaus akzeptabler Wert. Eines der eingangs angedeuteten überraschenden Features ist die Energierückgewinnung, die ganz unspektakulär, aber offenbar effizient ihre Dienste erfüllt. Sie soll laut Mazda auch für die Energieversorgung von elektrischen Ausstattungen wie Klimaanlage oder Radio zuständig sein. So will Mazda die Motorleistung zu 100% auf die Straße bringen und nicht für elektrische Bordinfrastruktur aufwenden. Die getestete Dieselmotorisierung mit 150 PS kostet als Challenge zumindest 32.290 Euro und kommt schon recht gut ausgestattet daher. Wer sich zusätzlich mit Lederinterieur, Bose Premium Soundsystem und schlüssellosem Zugangssystem verwöhnen möchte, greift zum Revolution um 37.590 Euro.